Warte mal, was passiert, wenn ich so mache? Das müsste doch eigentlich auch fetzen. Das will ich mal testen, dass wir praktisch Volley... Quatsch, dass wir Duett into Duett machen. Und dann knallt es hoffentlich richtig. Oh shit. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist es gewesen. Yo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Magicraft-Eskalation. Ich will gar nicht lange schnacken, wir hüpfen jetzt sofort rein in die Action. Falls ihr Lust auf mehr Magicraft haben solltet, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Und jetzt gehen wir sofort rein. Ich habe mir für heute wieder einen Build überlegt, der, glaube ich, ziemlich eskalieren könnte und mein Spiel wahrscheinlich wieder an seine Grenzen bringt. Denn ich hab mal Bock, mit den Schwertern so richtig auszurasten, weil man damit so unglaublich viele Projektile auf dem Bildschirm zaubern kann. Und wenn wir da dann noch irgendwas dran ketten, ja dann, gute Nacht, wird wahrscheinlich alles wirklich implodieren. Das heißt, wir schmeißen heute mal wieder ein bisschen Beschwörungszeug raus, weil das natürlich relativ uninteressant für mich ist in dem Run. Dann werfen wir, glaube ich, den Laser noch raus. Dash brauchen wir auch nicht. Die Bomben benötigen wir auch nicht. Jetzt ist wieder so eine Sache, Adava rausschmeißen. Ja, nein, meistens kriege ich es eh immer zu spät. Ich hätte richtig Bock, das mal wieder früher im Run zu kriegen und so richtig damit zu eskalieren. Aber die Chance ist einfach sehr gering. Und dementsprechend, glaube ich, muss ich es leider wieder rausschmeißen. Obwohl, ich schmeiß mal Nova raus. Nova werde ich diesen Run definitiv nicht verwenden können, sonst geht einfach gar nichts mehr. Und wir bleiben einfach mal so. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann haben wir wieder fast die maximale Anzahl Spells rausgenommen. Und gucken einfach mal. Ich habe mir so ein bisschen einen Plan gemacht schon, wo ich hin möchte. Ich glaube, ich möchte heute mal ein bisschen mit dem Charge Mode spielen. Also, dass wir auch ein bisschen aufladen und dann einfach 5 Milliarden Schwerter auf einmal rausballern. Falls es sich ergibt, ansonsten werden wir einfach ein ganz normales Combo bauen und da dann irgendwie an die Schwerter noch was richtig Krasses dranpacken. Ich habe vielleicht gedacht Rainbow oder so, weil ich das auch noch nie gemacht habe und ich bin sehr gespannt. Wir kriegen direkt 20% mehr Schaden. Jawohl, kann man mal machen auf jeden Fall. Sehr schön. Und ich denke, wir gehen auch erstmal ein bisschen noch auf Leben direkt, damit ich das direkt erledigt habe und wir da nicht groß noch später rein müssen hier in der Stage oder ich wieder nicht genug Leben bekomme gleich für den Spezialraum. Und jetzt haben wir natürlich mit den 20% mehr Schaden schon mal ein bisschen entspannteren Clear hier bei den Startmobs. Geld oder Zauber? Ich würde sagen, natürlich Zauber. Je mehr, desto besser. Und deswegen hüpfen wir da mal direkt rein, weil Geld jetzt, ja, zum Start müssen wir eigentlich nicht unbedingt in der ersten Welt Geldräume mitnehmen. Bus geht raus an die ganzen Upgrades, die wir schon haben, die uns einfach unglaublich viel Geld geben und deswegen müssen wir uns da gar keine Sorgen mehr drum machen. Das ist echt schon sehr entspannt. Und wir kriegen Doppel-Rainbow. Ja moin, okay, nehme ich direkt mal rein. Das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass ich hier Doppel-Rainbow bekomme. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Wir gehen auf die Schwerter, machen dann, dass wir natürlich ganz, ganz viele Schwerter ballern und dann knallen wir uns in die Schwerter hinten rein, dass wenn die Schwerter was berühren, dann explodieren praktisch und in 3 Millionen Rainbows explodieren. Wie gesagt, das wird der Framerate wahrscheinlich gar nicht gefallen, aber ich glaube, dem Damage wird das richtig gefallen, weil Rainbow natürlich ein absolut insaner Zauber ist, weil er so viele Projektile gleichzeitig schießt. Zielsuchend kann man mitnehmen, brauchen wir mit Schwertern eigentlich nicht so ultra krass, weil die ja sowieso schon zielsuchend sind, aber kann definitiv nicht schaden für andere Kombos. Es ist eigentlich immer ein gutes Upgrade für alle möglichen Kombos, zielsuchend zu haben. Holen wir uns ein bisschen Rüstung, sicher ist sicher. Und dann würde ich echt gerne den Mikrokosmos mal wieder sehen, weil der will gar nicht mehr in meinen letzten Runs. Der will wirklich überhaupt nicht mehr. Und es sieht so aus, als würde er hier auch nicht mehr wollen. Aber wir kriegen Duett und können jetzt theoretisch einfach just for fun Duett machen into mehr Rainbows. Das ist aber finanziell nicht bezahlbar. Aber wir können die Standard-Kombo machen, die immer sehr, sehr gut ist. Rainbow mit Magic Bullet. Damit kriegt man den Rainbow einfach sehr, sehr gut in den Gegner reingedrückt. Und macht auf Range schön viel Schaden. Das ist eine gute Start-Kombo. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und wir bekommen wieder nichts, was mich jetzt wirklich interessiert. Das sind beides Zauberstäbe, die mir vollkommen egal sind, leider.
Das heißt, wir gehen erstmal weiter und hierfür ist es natürlich perfekt. Da können wir schön auf Range bleiben. Können die Gegner hier schon mal auf 10 Kilometer Entfernung wegnuken einfach mit dem Rainbow. Und ich werde trotzdem getroffen, leider. Weil diese blöde Falle hier im Weg ist, kann ich natürlich auch jetzt nicht einfach so laufen, wie ich es gerne würde. Das muss ich sagen, ist auch einer der nervigsten Räume in der ersten Stage. Einfach so blöd. Es spawnt immer nur einen Gegner, den muss man dann erledigen und dann kommt direkt der nächste. Von diesen Multi-Gegnern und mit der Falle auch noch in der Mitte. Aua. Das ist jetzt aber hoffentlich der letzte, jawohl. Viermal und wir kriegen... Oh, wir können Beastie Fangs direkt aufwerten. Das machen wir doch mal. Beastie Fangs aufwerten kann nie schaden. Ich habe noch 30 Rüstung und das reicht mehr als aus. Oh nein, nevermind. Oh, gegen die Gegner natürlich. Rainbow gegen die Gegner ist die Hölle. Weil die davon einfach so rumgeballert werden. Tja, das war meine Rüstung. War jetzt natürlich der ekelhafteste Raum überhaupt. Da bin ich kein großer Fan von. Oh, der Raum hat richtig wehgetan. Von 30 Rüstung auf 6 Rüstung runter. Das ist definitiv ein bisschen wenig. Aber ich denke auch mal, dass wir hier mit der Combo und den Beastie Fangs schon genug Schaden machen. Dass ich gleich beim Boss nicht so lange brauchen werde. Und dadurch wird er wahrscheinlich auch mich nicht treffen. Kryptonice nehmen wir natürlich sofort mit rein. Wir bräuchten keinen Lebensraum mehr. Das heißt, da werden wir auch nicht reingehen. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich das Rätsel schon ein bisschen länger nicht mehr hatte jetzt. Das und dann das. Okay. Oh mein Gott, wir kriegen eine Magic Bullet Plus. Das bedeutet, wir können gleich unsere Magic Bullet Plus mit den beiden anderen, die wir ja schon im Inventar haben, durch den Charakter kombinieren. Und dann haben wir direkt eine Magic Bullet 2. Das würde ich mal sagen, ist ein sehr stabiler Start auf jeden Fall. Und die Magic Bullet Plus benutze ich natürlich auch, weil warum sollte ich die nicht benutzen? Dann haben wir noch ein bisschen mehr Schaden. Ich werde die Magic Bullet Plus, denke ich, drehen. Also wenn wir gleich zu einer Zweier gemacht haben. Wir bewegen uns schneller, wenn wir schießen. Das ist in Ordnung. Zauber könnte ich schon noch ein paar gebrauchen eigentlich. Deswegen gehen wir nochmal zu den Zaubern. Ich hätte auch gerne mehr Relikte für Geld oder so. Aber ich denke, Zauber sind hier nicht so schlecht, damit wir für die zweite Welt vorbereitet sind. Oh, die Schlangen sind jetzt natürlich mit der Magic Bullet Plus richtig easy, weil die schön viel extra Schaden bekommen. Nicht so schlimm wie gerade eben. Und wir bekommen Shining Styro und ich würde zweimal Arcane Explosion mitnehmen. Falls wir noch eine bekommen, haben wir nämlich direkt ein Stufe 1 Arcane Explosion Upgrade und das wäre nicht schlecht. Unable to cast für 5 Sekunden nach Betreten eines Raumes. Nicht mein Favorite, lassen wir liegen. Für Bosskämpfe gar nicht so schlimm, weil man ja vom Boss erstmal abwarten kann, bevor man in den richtigen Bossraum reingeht. Aber trotzdem finde ich diese 5 Sekunden schon echt unangenehm bei normalen Räumen. Volley können wir definitiv gebrauchen. Fire Breath, auch ein... Das ist auch so ein Spell, muss ich sagen, den ich echt wenig benutze. Und da haben sich auch schon viele gewünscht, dass ich mal mit dem Fire Breath wieder ein bisschen eskalieren soll. Also vielleicht gucke ich mal, ob wir da irgendwas mit auf die Beine stellen können. Aber ich muss sagen, ich finde jetzt nicht, dass das so einer der krassesten Zauber ist, was jetzt die Möglichkeiten angeht. Leider. Mehr Geld, let's go. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist schon mal sehr gut. Also relikttechnisch haben wir richtig reingelackt. Ich habe jetzt keine Rüstung. Das bedeutet, ich muss ein bisschen aufpassen. Wir kriegen die Spinne. Okay, das ist schon mal gut. Die Spinne ist sehr, sehr entspannt. Ich darf nur jetzt nicht... Oh, oh, ich darf nur keinen Blödsinn machen. Aber, oh ja, das ist perfekt, das ist perfekt. Ja, sehr schön. Oh, das war, hatte ich kurz ein bisschen Angst, dass ich es wieder versaue und mich irgendwie einkesseln lasse von ihr. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, weil als Gegner ist sie jetzt nicht besonders gefährlich. Wir kriegen Expanding Container, den würde ich, glaube ich, mitnehmen. Das ist ein guter, passiver Zauberstab. Aber wir, oh mein Gott, wir kriegen... Oh, wir kriegen Schlüssel und direkt den Drill. Das heißt, nie wieder Schlüssel. Wir kriegen immer den Spezialraum und wir kriegen einfach einen Slot mehr umsonst. Ja, da sage ich nicht nein. Du bist ein besserer Zauberstab für uns. Das heißt, du wirst unser Main-Zauberstab. Und theoretisch könnten wir auch jetzt sogar den hier machen und einfach noch ein bisschen mehr Zeug reinspammen. Warum nicht? Ist nochmal ein bisschen mehr Schaden. Macht jetzt nicht so einen riesigen Unterschied. Jetzt natürlich wollen wir unbedingt direkt die Forge, damit wir uns die Magic Bullet 2 holen können. Die werde ich dann wahrscheinlich drehen. Duett 2 wäre krass auf jeden Fall. Rainbow 2 wäre auch nicht schlecht für uns. Oh, das ist ein richtig guter Raum. Und wir brauchen natürlich noch die Schwerter.
Oh mein Gott, wir brauchen keine Schlüssel und können jetzt hier einfach alles aufmachen. Und wir kriegen direkt den Raum hier in der Stage. Ich glaube, das ist in der zweiten Stage der Raum mit den meisten Truhen, den man kriegen kann. Und direkt als ersten Raum. Oh mein Gott, ey. Drei Truhen sind hier einfach drin. Wir können einen Flug entfernen. Das kann durchaus hilfreich sein. Da hat sich das Schlüsselrelikt jetzt schon gelohnt. Shop oder Relikt ist die Frage. Also Shop könnte man machen. Wir haben relativ gutes Geld, aber ich würde mir das für die Forge aufheben. Problem ist, wir haben keinen Multishot. Das ist natürlich immer ein Desaster. Ohne Multishot ist man schon deutlich, deutlich schwächer. Aber das Gute ist, wir kriegen jetzt auch ein bisschen mehr Geld raus, weil wir natürlich den Goldhandschuh haben. Dadurch ist das Leben generell etwas leichter. Und ich muss mir nicht ganz so viel Stress machen, was Geld angeht. Und wir kriegen mehr Crit-Schaden. Das ist definitiv immer gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so viel Crit bekommen werden. Die Schwerter haben von Natur aus Crit. Das ist natürlich auch schon mal sehr, sehr geil. Ist die Frage, gehe ich für Zauber? Ich denke schon. Ein paar mehr Zauber könnten wir schon gebrauchen. Was haben wir hier? Enemy Movement Speed wird erhöht. Wir kriegen leider ein schlechtes Relikt. Ein sehr, sehr schlechtes Relikt. Von dem ich immer noch sehr hoffe, dass es in Zukunft, wenn das neue Update kommt, definitiv überarbeitet wird oder ein bisschen gebufft wird. Eins von beidem. Dass es mehr Schaden macht oder dass es irgendwie überarbeitet wird, dass es vielleicht alle paar Sekunden Schaden macht oder so. Alle 10 Sekunden macht es Schaden an allen Gegnern, ich weiß es ja nicht. Aber irgendwas Besseres, weil das Ding ist halt echt richtig Absturz. Ich meine, es macht 35 Schaden, das kann man komplett ignorieren. Wir gehen jetzt definitiv in die Forge rein. Kriegen sogar einen Geheimraum, also das Luck ist wieder auf meiner Seite. Ich weiß noch nicht, ob wir mit dem Geheimraum so richtig was anfangen können, aber wir schauen mal. Wir schmeißen jetzt definitiv das zusammen. Die Dinger zusammen und dann haben wir schon Rainbow Plus, was richtig fetzt, und eine Magic Bullet 2, die wir theoretisch benutzen könnten jetzt hier. Also das könnte man schon machen. Haben wir irgendwas, was wir hier noch zusammenklatschen können? Ich habe nur 3 Rare Spells. Das ist natürlich mies und ich habe... Ja gut, den kann ich wegwerfen. Zu wenig Normal Spells. Das ist eine Resonance Rune. Die werden wir erstmal wegschmeißen. Die werden wir auf jeden Fall drehen. Weil ich mit der jetzt nicht so viel anfangen kann. Volley Plus ist natürlich sehr, sehr gut für später. Das ist nice. Die Frage ist jetzt, benutze ich die Magic Bullet erstmal oder nicht? Was wäre, wenn ich so mache? Das wäre irgendwie auch lustig. Das wäre irgendwie schon lustig gerade. Ich weiß nicht, ob das besonders effizient ist, aber... Ob das jetzt so viel bringt, aber es wäre irgendwie lustig. Wir versuchen jetzt erstmal einen Multishot zu drehen. Oder zielsuchend. Oder Schwerter. Sehr schön. Damit haben wir schon mal unsere Schwerter. Und das klappt schon so, wie ich es mir vorstelle. Wir ballern die Schwerter in die Gegner rein und dann kommen die Rainbows auf allen Seiten wieder raus. Es ist die Sache, will ich die Magic Bullets 2? Ich glaube nicht. Ich drehe die jetzt mal weg. Wir können da so viel krasses Zeug kriegen, das ich brauche. Ah, ist okay. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir auch nicht. Gift. Ja, das bringt uns jetzt auch nicht so viel. Und da haben wir es, Duett 2. Damit können wir später richtig eskalieren. Jetzt gerade natürlich haben wir noch nicht so viel Schaden auf den Schwertern. Ich überlege auch, ob ich das zielsuchend reinmache. Dann sind unsere Rainbows auch noch zielsuchend. Aber ich würde echt gern Multishot drehen. Also Multishot wäre jetzt langsam wirklich wichtig. Also ohne Multishot. Charge Mode ist sehr, sehr gut. Ohne Multishot fühlt sich schon sehr mies an alles. Da ist der Multishot. Jawohl. Jetzt gehen wir doch nach vorne. Oh, das wird geil jetzt. Wir holen uns ein paar Leben definitiv. Ich habe ein bisschen wenig Space jetzt. Und jetzt können wir hier komplett aufräumen, denke ich. Yo. So will ich das doch sehen. Nochmal eine Forge brauchen wir nicht. Auf keinen Fall. Und jetzt würde ich natürlich... Ah, warte mal, ich kann den Charging-Mode auch direkt reinschmeißen. Der ist gar nicht so schlecht hier. Weil ich glaube, der Charging-Mode könnte mit dem richtigen Zauberstab ziemlich geil werden. Wir nehmen den Würfel definitiv mit, weil wir natürlich ein bisschen mehr Reliktoptionen dann haben. So, Zündung! Okay, gegen die Gegner ist es natürlich echt nicht so hilfreich, muss ich sagen. Weil die natürlich etwas gefährlicher sind. Die meine Schwerter klauen und auf mich zurückschießen, wovon ich kein großer Fan bin, aber ich bin ein Fan davon, was passiert, wenn ich hier auflade.
Bam. So, wir kriegen Geld. Sehr schön. Jetzt habe ich hier nichts. Ich habe nichts, um das Zeug zu zerstören. Doch so. Könnte ich einmal kurz da reinballern. Ich glaube, der Miniboss wird sehr, sehr easy, weil ein einzelner Gegner... Oh nein, der klaut mir alles. Komm. Oh, der wurde einfach komplett zerstört. Wenn er nicht geklaut hätte, wäre der komplett hinüber. Also der wäre geone-shotted worden. Der hat mir nur blöderweise die Projektile geklaut. Aua. Nur blöderweise die Projektile geklaut. Nochmal Volley und Strong Traction. Das ist auch sehr, sehr gut. Ey, wir kriegen echt gute Sachen gerade. Also bis jetzt läuft der Run 10 von 10, würde ich sagen. Kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und wir können ein Relikt drehen später. Das ist natürlich auch interessant. Die Frage ist nur, was für ein Relikt. Natürlich der Blutschlüssel immer gut zum Drehen. Den kann man immer wegdrehen und irgendwas anderes damit kriegen. Das ist definitiv nicht schlecht, weil je mehr Drills, desto besser. Wir kriegen Frost Cooldown in der Theorie nicht schlecht, aber da wir noch... Also mit Charging Mode ist es jetzt nicht so krass. Ich gehe, glaube ich, in den Shop. Wir haben keinen Vorteil davon, den Trank zu trinken. Wir haben keinen Effekt, der da irgendwie von profitiert. Wir gehen in den Shop rein und gucken mal, was wir so bekommen. Das ist tatsächlich ziemlich gut für unsere gesamte Combo. Das würde ich also behalten. Es fehlt gar nicht mehr viel Wolle und dann hätte ich schon Wolle 2 tatsächlich. Was haben wir noch hier so? Das ist alles uninteressant. Ja, das könnte man machen. Für später, aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir mit Volley mehr als genug Mana Reduction haben mit den späteren Zauberstäben. Wir brauchen keine Rüstung, wir kriegen eh immer garantiert den Nebenraum. Wir brauchen keine Schlüssel mehr. Wenn wir unter 50% beziehungsweise wenn wir unter 10 Mana Kosten sind pro Spell, dann kriegt der nochmal einen schönen Damage Boost, was durchaus auch Potenzial hätte, aber der Rainbow würde davon nicht profitieren. Was könnte man auch mitnehmen? Ich nehme jetzt, glaube ich, auch erstmal Crit raus, pack mir dafür den Thundercore rein, weil das einfach mehr Damage gerade ist. Der Zauberstab ist okay, aber der lohnt sich jetzt für mich, finde ich, nicht zu kaufen. Den werden wir werden einfach gleich nehmen, was wir bekommen, wenn wir den Boss schaffen. Der Zauberstab ist auch nicht verkehrt, Mana Regen für alles, aber für 41, ich glaube, der ist es mir auch irgendwie nicht wert. Jetzt in die Forge zu gehen, bringt uns leider nicht ganz so viel, weil wir einfach keine Spells haben. Aber wir werden jetzt versuchen, Spells zu kriegen. Also die Mana Regen wäre natürlich ganz nice gewesen, aber ich denke später, wenn wir vor allen Dingen Volley 2 kriegen sollten, was ja schon mein Ziel ist, dann ist das eh egal. Wir brauchen auch ein paar Leben, ist die Sache, aber ich will auch Spells. Bin da jetzt ein bisschen gierig. Jo, okay, jetzt langsam knallt auf jeden Fall der Schaden schon mal rein. Wir könnten hier für 10 Leben den Flugkurs loswerden. 10 Leben sind ja egal für uns. Kriegen wir sowieso wieder. Dann kann ich den Flug loswerden. Dann können wir später vielleicht einen anderen Flug mitnehmen und den dann gezielter entfernen. Wir kriegen nochmal eine Strong Traction und der Rest ist egal. Da brauchen wir beides nicht. Natürlich echt blöd, dass ich jetzt die Kisten einfach nicht kaputt machen kann. Und Geld. Geld ist auch gut. Oh mein Gott, was ist das denn für ein gekrafter Raum? Ich kann nicht fliegen. Oh, hier sind so viele Kisten immer in dem Raum. Na, zwei Kisten kriegen wir aber immerhin. Das ist gut. Wir kriegen echt viele Räume mit Kisten. Das ist tatsächlich für meinen aktuellen Zustand perfekt, weil ich ja keine Schüssel brauche. Komm, irgendein Relikt. Nein. Gerade kein Relikt. Aber Geld, da beschwere ich mich nicht. Und jetzt komme ich da leider nicht rüber, weil wir eben nicht fliegen können. Aber trotzdem eine gute Menge Geld. Ich würde auch sagen, das war jetzt so viel Geld, dass ich eigentlich nicht Geld brauche nochmal. Also können wir auch ruhig nochmal fürs Relikt gehen. Ich hätte gerne das Goldrelikt, das nächste. Das wäre richtig geil. Ich bin übel schnell, fällt mir auf. Holy. Und wir ballern hier einfach nur die Gegner komplett aus dem Leben schon. Und wir fangen gerade mal erst an wieder. Aber es ist noch gar nicht... Okay, 50% Schaden, let's go. Ich... Ich glaube, das Spiel hat richtig Bock hier. Gibt mir einfach direkt das dritte Mal schon die Beastie Fangs. Chillig. Das ist natürlich wieder blöd. Ich habe nichts, um zu testen. Wir haben keine Beschwörungen. Die Schwerter gelten, glaube ich, nicht. Ne, die Schwerter gelten leider nicht. Das heißt, wir müssen wieder von Hand... Okay, immerhin zweimal schon rausgefunden. Ah, perfekt. Wir müssen leider von Hand das rausfinden. Und natürlich renne ich wieder überall rein. Wo ich nicht reinrennen sollte, man kennt es. Okay. Jetzt sage ich, der letzte ist oben. Safe. Der letzte ist safe oben.
Nice. Und wir kriegen, oh mein Gott, wir kriegen Charge Mode Plus. Das ist natürlich noch weniger Mana, das wir bezahlen müssen. Und vor allen Dingen noch mehr Damage, weil wir noch länger aufladen können. Und dann können wir hier alles direkt wegsprengen. Gefällt mir bis jetzt echt gut, muss ich sagen. Also wenn wir hier noch ein bisschen besseren Zauberstab gleich kriegen nach dem Bosskampf. Das Gute ist, beim Bosskampf muss ich nur darauf achten, dass ich nicht drauf gehe, weil wir sowieso immer den Nebenraum kriegen. Das heißt, ich habe da gar keinen Stress. So, jetzt haben wir eigentlich, naja, nicht genug Leben, aber ich denke fürs Erste so viel Leben, dass ich sage, es reicht mir. Damit ich einfach jetzt gleich noch ein bisschen was anderes mitnehmen kann. Weil ich natürlich jetzt nicht nur Leben einstecken will. Was haben wir hier? Max HP minus 10. Ja gut, den Fluch werden wir jetzt direkt los. Und wir holen uns mehr Gold. Nice. Also unsere Relikte bis jetzt sind übel krass. Wir haben schon zweimal Gold, einen Drill, dreimal Beastie Fangs. Also, yo, das Spiel gönnt mir richtig. Das wird, denke ich, jetzt echt einfach, weil die erste Phase hat nicht so viele Leben. Oh, es war fast ein One-Shot. Und ihr müsst bedenken, die Schwerter sind noch auf der ersten Stufe. Ich habe die noch gar nicht aufgewertet. Das war einfach fast ein One-Shot. Das sieht ja mal richtig geil aus, wie die Dinger in alle Richtungen wegfliegen. Das gefällt mir richtig gut gerade, die Kombo. Ich weiß nicht, der letzte Run war auch wieder, oder einer meiner letzten Run, der mit den Steinen, der war auch wieder so eine Kombo, die ich davor echt gar nicht auf dem Schirm hatte. Und jetzt gerade entwickelt sich hier auch wieder sowas. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe fast 200 Stunden in diesem Spiel und trotzdem wird es irgendwie nicht langweilig. Jetzt haben wir hier einen Zauberstab mit sehr gutem Casting-Intervall. Das, was hier hinten ist, ist uns eigentlich egal, aber Casting-Intervall ist das, was uns interessiert. Der ist halt nicht so geil, weil den dürften wir nicht in der Hand haben. Ich nehme mal den mit. Der ist gar nicht so schlecht, der hat einen Slot mehr. Hinten der Effekt ist uns natürlich relativ egal, aber der ist, denke ich, relativ solide für uns. Haben wir einfach nochmal ein bisschen Crit rein, weil der einfach schneller auflädt und mehr Mana hat und das Mana auch schneller auflädt. Natürlich Replica Gloves richtig, richtig gut. Fliegen können nehme ich auch mit und dann haben wir wieder Fliegen aus dem Shop raus. Fliegen natürlich auch sehr hilfreich, können wir vielleicht später wieder die ein oder andere Tour mit snacken. An die man sonst vielleicht nicht rankommen würde. Und jetzt ist die Frage, Leben oder Relikt? Ich bin gierig. Wenn wir jetzt nochmal den Goldhandschuh kriegen, dann haben wir geldtechnisch ausgesorgt. Jetzt beschwören wir einfach noch ein paar Tentakeln mit. Ich denke, das ist nie verkehrt. Oh, yes, baby. Das ist schon mein Lieblingsgegner. Der einfach schön viel Geld überall verteilt. Und meine Tentakeln machen übel viel Schaden. Weil es einfach so viele sind, die ich gleichzeitig rausspamme. Endless Chest, wenn wir keine Schlüssel brauchen. Ihm muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Das ist absolut insane. Boah, sieht das geil aus, wenn die ganzen Schwerter explodieren. Mann, wir müssen die Schwerter aufwerten. Je höher die Stufe der Schwerter, desto mehr Projektile. Und wir bekommen Schwerter Plus. Ja, gut, Schwerter Plus ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich halten will. Das werden wir auf jeden Fall drehen. Sehe ich jetzt keinen wirklichen Nutzen drin. Ich teste es nur einmal, aber das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen, weil wir brauchen so viele Projektile wie möglich. Da machen die Schwerter einfach nicht. Sind auch zu teuer einfach. Nee, nee, die Schwerter, die sind es nicht. Die Schwerter brauchen wir auf keinen Fall. Aber können wir immerhin vielleicht gleich einen Multishop Plus mitdrehen, weil Geld jetzt ja eigentlich kein Problem mehr für uns sein sollte. Das heißt, einen Multishop Plus zu drehen sollte auch nicht so schwierig sein. Und wir kriegen eine Forge. Möchte ich in diese Forge jetzt schon reingehen? Ich glaube tatsächlich nicht. Weil wir erstens Leben brauchen für später und weil ich noch nicht so viele Spells habe. Und wir kriegen eh noch eine Forge. Wahrscheinlich sogar eher zwei. Natürlich möchte ich die Schwerter so gut es geht aufwerten. Aber ich glaube, da ist es besser, wenn ich erstmal noch ein bisschen entspannt mache. Wir gleich versuchen im Shop natürlich auch den Energizing Globe zu kriegen. Das wäre auch 10 von 10. Wie immer eigentlich. Weil wenn man den kriegt, natürlich hat man erstmal ein deutlich einfacheres Leben. Und die Tentakel helfen so ein bisschen mit. Die sind auf jeden Fall nice. Jetzt in den Shop. Ja, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Wir kriegen sogar einen Nebenraum. Das ist auch wieder was, wo ich mich definitiv nicht beschwere.
Ansonsten, was ich hier sehe, brauchen wir nichts. Aber wir gehen natürlich erstmal rüber und gucken, ob wir einen Discount-Potion kriegen. Leider nein. Aber wir kriegen einen Wealth-Potion, der uns natürlich sehr, sehr viel Geld kriegt. Und einen Dreh-Potion kriegen wir auch noch. Oh, da bin ich, also den nehme ich auf jeden Fall mit. Schlüssel brauchen wir keine mehr. Mana-Regen kann man machen. So, und der Rest ist uns komplett egal. Jetzt ist die Frage... Will ich, ich könnte die Krone drehen, weil die Krone echt nicht so viel bringt. Ich möchte jetzt noch nicht den Schlüssel drehen. Wir drehen die Krone, glaube ich. Da kann halt auch viel Müll bei rauskommen, ist die Sache. Ich heb mir das erstmal auf. Wir gucken erstmal durch. Wir kriegen den Energizing Globe. Beziehungsweise jetzt ja Energized Orb und haben jetzt richtig schön Mana hier am Start. 455 Mana hat das Teil einfach schon. Dann könnte ich das auch noch mitnehmen, weil das können wir aufwerten. Das ist nicht schlecht. Und Spell Damage ist auch nicht verkehrt. Spell Damage kann man eigentlich immer machen. Duett brauchen wir nicht mehr. Oh, Crit ist auch nicht verkehrt. Können wir Crit direkt aufwerten. Jetzt kriegen wir hier direkt die nächste Forge. Da würde ich, glaube ich, auch sofort reingehen. Ja, doch. Da gehen wir sofort rein. Wir brauchen hier nichts mehr. Kriegen leider keinen Geheimraum. Wir versuchen jetzt Schwerter zu kriegen. Wir brauchen ein Schwert. Wir brauchen Multishot Plus auf jeden Fall langsam auch. Also da muss ich auch dran arbeiten. Und das machen wir jetzt, indem wir einfach gleich das Schwert hinten drehen. Crit Plus, sehr nice. Einfach mehr Crit zur selben Preis. Und ansonsten haben wir gar nichts. Wir drehen jetzt das Schwert. Kriegen einen Charging Mode. Uiuiui. Das ist natürlich auch eine Ansage. Ja, ich würde natürlich gern weiter drehen. Ich überlege, ob ich dann... Ich drehe dann die erstmal weg. Das ist sehr, sehr gut. Das ist extrem gut. Damit haben wir nämlich nochmal mehr Schaden. Und jetzt versuche ich noch einen Multishot zu kriegen. Und hier, das drehe ich auch weg. Weil wir brauchen Multishot oder wir brauchen Schwerter. Eins von beiden brauche ich jetzt hier. Komm schon. Jawohl! Sehr schön. Da sind die Schwerter und damit verdoppeln wir unsere Menge an Schüssen. Oh, oh, okay, es fängt schon an zu laggen auf jeden Fall. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt haben wir hier noch einen einen Charge-Mode am Start. Jetzt würde ich versuchen, tatsächlich mehr von den Volleys zu drehen. Weil die Volleys jetzt für uns natürlich sehr, sehr gut sind. Split heben wir uns mal auf, für später vielleicht. Wir kriegen Akzeleratoren, die brauche ich nicht unbedingt. Aber die Akzeleratoren könnte ich drehen. Komm, gib mir Volley, bitte. Volley wäre extrem gut. Sieht schlecht aus. Wir kriegen nochmal Duett. Wir kriegen Mana Flower. Die nehme ich erstmal für unseren Energized Orb. Aber jetzt haben wir richtig schön viel Power. Und wir können auch hier hinten ja den Charging Mode reinsetzen. Das vergesse ich immer, dass man das ja auch hier hinten reinpacken kann. Und dann einfach hier so. Und dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, ordentlich Feuerpower, wenn ich jetzt mal ein bisschen gedrückt halte. Yo, es ist ein bisschen Overkill für normale Gegner, muss ich sagen. Oh, wir kriegen Soulborn Armor. Was ist das hier für ein Trank? Gale Potion bringt uns ehrlich gesagt nicht so viel. Ja, meine Tentakeln haben einfach den ganzen Raum geklärt. Warum nicht? Die machen einfach alles alleine. Die haben einfach alles komplett zerstört. Wir brauchen jetzt immer noch ein paar Leben. Also es ist Overkill, wenn ich die ganze Zeit voll auflade. Das ist einfach Mana-Verschwendung. Brauchen wir einfach nicht, weil ich sowieso die Gegner viel zu schnell erledige. Demon Mask ist sehr, sehr gut, weil wir schon das Crit-Schwert haben und die Demon Mask natürlich uns einfach mehr Crit-Chance gibt. Max AP minus 10 nehme ich mit. Oh yes, genau deswegen. Hat sich jetzt aber auch nicht so gelohnt, muss ich sagen. Also es sah gut aus, aber es hat sich nicht so gelohnt. Wir müssen natürlich eigentlich jede Kiste, die wir uns irgendwie erlauben können, mitnehmen. Weil Endless Chest ist einfach, kann einfach viel zu krass sein. Wir laden nochmal voll auf und rein da. Wir müssen uns natürlich auch darum kümmern, dass unsere Schwerter so viel Schaden wie möglich machen. Weil wir den Schaden ja auf unsere ganzen Projektile von dem Rainbow übertragen. 80% davon, das ist schon eine Ansage. Das hier sollte auch eine Ansage werden. Mal gucken, ob ich ihn one-shotten kann. Ist nicht dein Ernst. Ja, ich würde sagen, das war doch mal ein cleaner One-Shot. Wir kriegen vor allen Dingen
Chain Lightning, den wir drehen können, und Damage Enhancer Plus, den ich gerne einbauen würde, wofür ich aber gerade keinen Platz so richtig habe. Shop lohnt sich jetzt eigentlich nicht so richtig, deswegen gehen wir, würde ich sagen, für Relikte und kriegen endlich mal einen Geheimraum hier. Obwohl das ja eigentlich schon unser zweiter Geheimraum ist, aber holy moly, sind wir stark schon. Also wenn man den Boss einfach direkt weg one-shottet, weiß man, es wird ein geiler Run, weil jetzt geht es ja noch weiter. Ein zufälliges Item im Shop ist umsonst, das kann man definitiv auch machen. Und wir kriegen leider einen der schlechtesten Räume wahrscheinlich. Eine Schnecke verfolgt uns, aber ich will das Item eigentlich auch nicht haben. Das kann man öfter kriegen und es ist irgendwie irrelevant für mich. Ja, ich meine, man kann es mitnehmen, aber die Schnecke nervt manchmal einfach. Die ist jetzt nicht besonders gefährlich, weil die so langsam ist, aber es ist jetzt nichts, was wir brauchen. Ich hätte es hier direkt loswerden können. Natürlich, wie immer, es ist immer das Gleiche. Wenn ich es nicht mitnehme, kann ich sofort loswerden. Und wenn ich es mitnehme, kommt erstmal zwei Welten, dann keine Statue mehr. an der Stelle auch wieder nichts Neues, würde ich sagen. Ah, Würfel nochmal wäre nicht verkehrt, aber ich denke, ein Würfel reicht. Oh, die Reaper Mask ist auch ziemlich gut, aber Beastie Fangs ist immer geil. Seed of Greed wäre auch nicht schlecht, aber ich kann Beastie Fangs nicht mitnehmen. Ich muss das einfach einstecken. Oh komm, öftere Kiste. Yes, wir kriegen mehr Kiste. Und ich krieg wieder eine Reroll Potion. Was soll ich denn mit den ganzen Reroll Potions, Mann? Und ein Geldverdopplungspotion? What? Also Volley nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann fehlt uns nur noch ein Volley und dann hätten wir Volley 2. Was natürlich eine absolute Maschine wäre. Wir nehmen den Trank auch noch mit und wir nehmen den Trank auch noch mit. Und dann haben wir jetzt dreimal einen Relikt-Trank. Ich bin schon versucht, damit was zu drehen. Weil die Bone Armor ist jetzt nicht so spannend. Komm, wir drehen damit einfach mal die Krone weg. Weil die Krone ist halt echt totaler Müll. Wir kriegen Merlins Schuhe, ist genauso Müll leider. Aber immerhin ein bisschen besser. Und die beiden anderen hebe ich mir mal auf für vielleicht irgendwelche Sachen, die wir noch kriegen, die ich jetzt noch nicht auf dem Schirm habe. Wer weiß. Oder irgendwelche Sachen, die ich später haben will. Natürlich Multi-Gegner für diesen Zauberstab auch extrem krank. Weil der einfach bei jedem Kill uns Tentakel spawnt. Also der Zauberstab ist für normale Räume gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ist auch ein Zauberstab, den ich eigentlich natürlich nie mitnehme, weil er... Oh mein Gott, wir können hier alles verdoppeln jetzt gleich. Ich darf nichts einsammeln, weil er natürlich jetzt nicht so ultra krass ist. Oh mein Gott, wir können hier alles verdoppeln. Das ist so krank. Moment, wie mache ich das am besten? Ich darf nichts einsammeln. Also hier einmal... Nein! Verdammt. Die Kiste machen wir auch noch auf. Okay, das, da habe ich ein bisschen was eingesammelt, aber ich denke, das hat sich trotzdem extrem gelohnt für uns. Ich würde jetzt natürlich extrem gerne für Relikte gehen. Extrem gerne für Relikte gehen, aber ich muss eigentlich noch ein paar Leben mitnehmen, weil es gibt noch einige gute Relikte, die wir einstecken könnten. Das ist jetzt so eine Sache. Ja, ich gehe noch einmal für Leben und danach reicht es für die Stage. Was haben wir hier? Noch eine Kiste. Let's go. Komm, noch eine. Noch eine Kiste? Schade, drei Kisten, aber da beschwere ich mich nicht. Da beschwere ich mich absolut nicht. Wie geil ist das bitte? Ich liebe Endless Chest. Wenn sie gönnt, ist sie einfach nur richtig, richtig nice. Ja, da haben wir eh keine Wahl. Da geben wir natürlich für Relikte. Wir verdoppeln unsere Schlüssel. Nicht, dass es irgendeinen Unterschied machen würde, weil wir die sowieso nicht brauchen. Aber hey, warum nicht? Nein, das ist der falsche Trank. Wir trinken den hier. Und gehen jetzt natürlich zu den Relikten. Komm, gib mir noch mehr Kisten. Nein, schade. Oh, das wäre so gut gewesen. Aber wir haben noch eine ganze Welt vor uns, wo wir natürlich noch mehr Kisten kriegen können. Und dann können die einfach noch mehr gönnen. Und da, ja, das wird so gut. Was haben wir hier? Noch mehr Geld. Ja, moin. Damit haben wir das Geld auf jeden Fall durchgespielt. Jetzt hier rein. Also wir haben jetzt nicht die meisten Zauber. Deswegen würde ich fast schon sagen, wir heben uns die Forge auf für die nächste Stage. Die Sache ist jetzt halt die, ich kriege nicht mehr so viele Forges und wir könnten da ein bisschen drehen. Und gucken, ob wir vielleicht Volley hochkriegen, was extrem krass wäre. Multishot 2 wäre auch extrem gut, aber ich denke trotzdem, ich gehe hier einfach nochmal auf Relikte. Weil wir natürlich in der letzten Welt sowieso noch eine Forge kriegen und... Wir haben genug Geld dafür, wir können uns das erlauben. Wir können definitiv auch den besten Zauberstab kaufen, diesen Run.
Da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Fallen machen mehr Schaden, ist mir egal. Amberheart werden wir nicht mitnehmen. Könnte ich aber drehen. Ich könnte das Amberheart jetzt einpacken und dann drehen. Das ist alles Müll. Ja, das ist auch alles Müll. Wir erhöhen einfach unseren AOE. Das ist wahrscheinlich das Beste. Das drehe ich weg. Also ich glaube, wir drehen das mit dem AOE weg und lassen das Amberheart einfach liegen. Kriegen ein bisschen Movement Speed. Ja, okay, die normalen Relikte sind jetzt natürlich nicht so unglaublich pralle. Ich glaube, wir können leider nicht one-shotten, weil der natürlich in seine Unverwundbarkeitsphase geht, der blöde Gegner. Oh, wir hätten ihn geone-shottet. Wait, er hat einfach keinen Schaden genommen. Okay, die Unverwundbarkeit von ihm ist ein bisschen sonderbar manchmal. Wir hätten ihn einfach geone-shottet, er hätte nichts machen können. Und tschüss. Er wäre einfach mit einem Schuss weg gewesen. Aber seine blöde Unverwundbarkeit hat ihn gerettet. So, bitte gib mir den Imba-Zauberstab, bitte. Nein, wir kriegen nicht den krassen Monster-Zauberstab. Wir kriegen aber 4 Zauber umsonst, was durchaus auch nicht so schlecht ist für uns gerade. Nochmal ein Drill. Geld ist Heilung, nehme ich nur mit, damit es weg ist. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht, weil eigentlich brauchen wir das nicht. Aber es ist jetzt auch nicht schlecht zu haben. Natürlich, nochmal ein Drill bedeutet, wir können uns mehr Spell-Damage reinsetzen, was definitiv geil ist. Oh, warte mal, ich könnte theoretisch auch Chain of Lightning benutzen, weil das mit Rainbow eigentlich sogar ziemlich gut synergiert tatsächlich, weil Rainbow ja viele Projektile schießt, die alle miteinander verbunden werden. Wir nehmen jetzt den Haarlosen mit, auf jeden Fall, und packen die ganzen Zauber da rein. Und den Zauberstab könnte ich auch tatsächlich benutzen. Der hat noch ein besseres Casting-Intervall, der ist sogar noch besser. Der hat natürlich mehr Slots, was für uns immer ein Vorteil ist. Der hat einiges an mehr Slots, also ordentlich. Ich könnte auch komplett übertreiben. Also unsere größte Schwäche ist gerade, und ihr müsst euch vorstellen, wir haben noch nicht diesen Multishot Plus und trotzdem zerstören wir das Spiel jetzt schon komplett. Also wenn ich Multishot Plus kriege mit Ansage, wird das eine komplette Löschung von allem. Wahrscheinlich eine Löschung dieses Spiels wird es auch werden. Dass wir 2 Drills haben, ist extrem gut. Problem ist, ich muss jetzt erstmal wieder den Zauberstab kriegen, den ich haben möchte. Wir kriegen hier direkt eine Forge. Da werde ich jetzt auch direkt reingehen, weil wir geldtechnisch dazu in der Lage sind, dass wir da rein können. Obwohl der Zauberstab tatsächlich ziemlich gut für mich ist, weil der... Oh mein Gott. Ich hätte da nicht hinlaufen sollen. Oh mein Gott. Was passiert hier? Okay, wir haben Damage auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme den Multishot da erstmal raus. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Ja, was mache ich jetzt? Also, ich würde echt... Ich glaube, ich nehme den Chain Lightning raus. Problem an Chain Lightning ist, das Ding müllt einem so alles voll. Also, es macht zwar guten Schaden, aber wir brauchen erstens den Multishot Plus. Ich könnte hier versuchen... Oh, Charge Mode nochmal. Hätte da versuchen können, den Multishot zu drehen. Wir brauchen einen Multishot normal oder noch einen einzigen Charge Mode. Das wäre richtig krass. Was drehe ich dann jetzt? Ja, ich muss jetzt das hier drehen. Oh, Schwerter. Oh mein Gott, was? Ich kriege nur gute Sachen, aber keinen Multishot. Das sind alles fantastische Sachen für uns natürlich. Aber was passiert jetzt? Dinge passieren. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Ich versuche jetzt mal Volley zu drehen. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich machen kann. Okay, wir kriegen wieder schöne Pärchen. Das ist auch nicht verkehrt. Komm, Volley. Gib mir Volley. Gib mir Volley. Nein. Ja, nee, schade. Aber Mana Reduce könnte auch nicht schlecht sein. Dann kostet das halt überhaupt keinen Mana mehr. Aber natürlich verlieren wir auch eine Menge Schaden dadurch. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das behalten will. Bin ich noch unentschlossen? Wir brauchen wirklich nur ein einziges Volley. Ein einziges. Komm schon. Crit ist okay, aber ich will Volley. Volley, bitte. Nein, kein Volley. Das tut weh. Aber wir haben auf jeden Fall gute Sachen gekriegt. Die Multishots sind gerade so ein bisschen ein Krampf. Das Gute ist, wenn wir gleich den Zauberstab kriegen sollten, der uns natürlich der beste Zauberstab ever ist, dann hat der noch einen Multishot drin. Das bedeutet, wir hätten da zumindest Multishot Plus. Und wir haben den Replica Glove, heißt, wir schießen extra Projektile.
Aber natürlich ist unser Bild umso potenter, je mehr Projektile wir schießen. Was bedeutet, je mehr Multishot ich habe, desto besser. What? Wir kriegen einfach Magic Bullet Plus schon wieder. Die würde ich ja schon fast sagen, lohnt sich eigentlich einzubauen. Erstens, weil wir dann nochmal ein bisschen Mana sparen. Und zweitens, weil das natürlich nochmal mehr Schaden ist. Die würde ich, glaube ich, erstmal reinschmeißen. Wir gehen jetzt in den Shop, versuchen da unseren Traumzauberstab zu drehen. Der leider nicht umsonst ist. Wäre zu schön gewesen. Rainbow nochmal mitnehmen. Aua. Das brauchen wir alles nicht. Komm schon, bitte gib mir meinen Zauberstab. Bitte, Spiel. Nein. Nein. Oh nein, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Für jeden getroffenen Gegner. Damit könnten wir auch Blödsinn machen. Aber ich will jetzt diesen Zauberstab. Nein, das ist nicht dein Ernst, dass ich den nicht kriege. Oh mein Gott, ist das schlimm. Das ist richtig mies. Was passiert, wenn ich so mache? Nur mal aus Interesse. Nicht so viel natürlich. Ja, Rainbow ist schon das Beste. Ich glaube, die Magic Bullet Plus ist auch nicht so krass hier drin in der Combo aktuell. Penetration wäre gar nicht so schlecht, aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Schwerter sollen halt direkt sterben und dann sollen die Rainbows rauskommen. Wir können das umsonst mitnehmen. Warum nicht? Dann können wir die beiden Sachen hier auch einfach mitnehmen. Wir haben ja Geld. Leben habe ich 70. Das ist nicht so viel. Ich würde einmal einen Lebensraum mitnehmen. Aber das große Problem, das wir jetzt haben, ist, ich brauche diesen Zauberstab. Weil ich sonst mana-technisch wieder... Oder ich muss Volley hochkriegen. Volley auf 2 kriegen wäre halt auch geil. Also entweder Volley hochkriegen oder halt diesen Zauberstab bekommen. Im Idealfall natürlich beides. Dann hätten wir, denke ich, nahezu unbegrenztes Mana. Aua, nein. Einfach zünden. Kann mich nicht bewegen. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Oh mein Gott, ich hasse diese Eisdinger. Das war ein bisschen knapp tatsächlich. Kritten, ja, nehme ich mit. Komm, je mehr Krit, desto besser. Wir gehen hier natürlich zu den Zaubern, weil wir eh keine Wahl haben. Das sind Gegner für uns, die jetzt, glaube ich, ziemlich nice sind, weil die immer nah an uns dran sind. Oder wir müssen nah an denen dran sein und unsere Schwerter natürlich richtig schön reinböllern da. Und wir bekommen Orbit. Orbit könnte... Was passiert, wenn ich Orbit reinpacke? Ist das überhaupt ein Unterschied? Okay, das sieht eigentlich ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ich weiß nur nicht, ob das vom Effekt her irgendwas bringt, aber es sieht geil aus. Oh mein Gott, wir kriegen ihn! Das Problem an ihm ist, er ist nicht besonders gut mit einem Charging-Build. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir bei den Trollface-Viechern ja sowieso unendlich chargen können. Oh mein Gott, okay, das sieht richtig geil aus, aber ich glaube, das bringt nichts. Es sieht geil aus, aber ich glaube, es ist vom Effekt her ziemlich sinnfrei. Boah, das sieht ja mit Rainbow richtig geil aus. Man kann einfach so fliegende Orbs um sich drum haben. Macht das? Ich glaube, vom Schaden her ist das tatsächlich schlechter. Weil die Orbs dann so in der Luft stehen bleiben und die explodieren halt nicht direkt, was natürlich ein Nachteil ist. Also Orbit sieht cool aus, aber für unseren Bild gerade ist es nicht so geil. Wir gucken erstmal, was für Zaubertrick. Oh, yes. Wir haben, und da haben wir schon direkt einen Discount Potion und wir haben einen Wealth Potion, den ich wahrscheinlich hätte als erstes kaufen sollen. Aber ich war schon wieder von diesem Discount Potion so hypnotisiert, dass ich den erstmal gekauft habe. So, Wealth Potion geht raus. Damit haben wir natürlich erstmal uns voll geheilt. Dann könnte ich einen Fluch entfernen. Warum nicht? Dann können wir ein zufälliges Relikt aufwerten. Wild Tentacles. Geil. Noch mehr Tentakeln an uns dran. Sehr schön. Nicht, dass ich das brauchen würde. Dann natürlich kaufen wir uns meinen Traumzauberstab. Versteht sich von selbst. Damit haben wir jetzt endlich einen Multishot Plus. Weil wir jetzt 2 Multishots gekriegt haben von dem Zauberstab umsonst. Das heißt, damit habe ich jetzt endlich einen Multishot Plus und natürlich nochmal ein paar mehr. Wie gesagt, der ist mit einem Ladebild nicht so effizient wie der andere Zauberstab. Aber ich denke, dass der insgesamt besser ist für uns. Mit Hinblick auf die Möglichkeiten, die wir haben, weil wir einfach mehr Platz haben. Und hier jetzt sonst nichts Interessantes mehr. Ich habe vergessen. Ich kaufe noch den Discount Potion und dann vergesse ich ihn zu benutzen. Keiner hat was gesehen.
Das hat bitte keiner gesehen. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, den zu benutzen. Wir gehen erstmal hier auf alles andere, I guess. Mein Gott, ist das peinlich. Also, Multishot-Upgrade ist unser nächstes Ziel. Charging-Mode auf die höchste Stufe bringen, dann haben wir nochmal 12 mehr, also 36. Magic Bullet drehen, Energy-Saving-Mode drehen und ich glaube, dann sind wir ganz gut dabei. Nochmal Schwerter. Schwerter auf die letzte Stufe kriegen, natürlich auch eine Ansage, die richtig, richtig krass wäre. Wir gehen weiter. Ich bin zufrieden, außer dass ich natürlich den Charging-Mode, beziehungsweise da jetzt den Wave-Potion nicht benutzt habe. Der Zauberstab lädt jetzt ein bisschen langsamer. Da können wir auch eigentlich für die normalen Räume den Charging-Mode erstmal rausnehmen. Macht jetzt keinen so großen Unterschied, ehrlich gesagt. Es kostet uns ein bisschen weniger Mana durch den Charging-Mode, natürlich. Aber dann wiederum machen wir so viel Schaden, dass wir es eigentlich nicht müssen. Aber wir haben jetzt wirklich keinerlei Mana-Probleme mehr. Das hat sich erledigt. Oh, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt werden wird. Ich meine, der ist ja sowieso immer ein Opfer, der Boss. Aber kleiner Spoiler, ich glaube, der wird, wenn wir gleich aufgeladen haben, komplett gelöscht werden. So, wir lassen ihn noch einmal angreifen, dann kriegt er Hoffnung. Und dann ist er auch weg. Das wäre gar nicht so schlecht. Meteor kann man auch mitnehmen. Das können wir nämlich einfach nochmal da reinknallen. Ist nochmal ein bisschen mehr Schaden. Ich glaube tatsächlich, ich werde die Charging Modes erstmal auf die Ersatzbank setzen, weil die für die normalen... Oh mein Gott, für die normalen Fights gar nicht so wichtig sind. Ich jetzt für Geld? Wir haben 135 Münzen. Das ist eigentlich mehr als... Oh mein Gott. Okay, das sah fantastisch aus. Ja, damit können wir natürlich rausspammen. Problem ist nur, wenn ich rausspamme und nicht den Charging Mode benutze, dann ist mein Mana auch bye-bye. Mein Mana sagt einfach auf Wiedersehen. Rock and Ball kriegen wir zweimal. Nehme ich mit. Weil vielleicht können wir das noch hochschmeißen. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, oh mein Gott, dass wir irgendwie noch eine Forge bekommen. Also eine Forge unten Shop wäre auch nicht so schlecht, aber Forge wäre jetzt das Wichtigste. Also eine Forge muss ich jetzt noch irgendwie ranholen. Ein zufälliges Relikt upgraden. Da könnte man ein paar gute Sachen treffen, aber ich gehe, glaube ich, lieber aufs Drehen. Ah, wir nehmen nochmal den Würfel mit. Top. Ich habe 150 Münzen, könnte man auf jeden Fall machen. Ich habe ja auch noch den Discount Potion, den ich dieses Mal noch benutzen werde. Ich benutze den jetzt einfach direkt, bevor ich das verpenne. Bevor ich hier irgendeinen Blödsinn mache. So, wir ballern erstmal hier alles raus. Moment, was wäre eigentlich, wenn ich das andersrum mache? Moment, nur mal aus Interesse, weil dann hätten wir ja übel viele... Oh, das wäre auch... Das wäre, glaube ich, weil dann hätten wir mehr Projektile, weil wir hiermit ja 14 Projektile auf einmal schießen. Und wir wollen eigentlich so viele Projektile wie... Warte mal, was passiert, wenn ich da einen Charging-Mode reinsetze? Nur mal schauen, aus Interesse. Einfach mal gucken, was da passiert. Ob die Richtung vielleicht sogar geiler ist. Ah, Damage ist auf jeden Fall nicht schlecht. Problem ist, dass die Regenbogen... Projektile durch die Gegner durchfliegen und andersrum explodieren die Schwerter halt direkt im Gegner. Und da haben wir nochmal einen Regenbogen. Dann könnten wir tatsächlich Regenbogen nochmal auf die nächste Stufe bringen. Ansonsten... Oh mein Gott, let's go. Damit haben wir unseren letzten Charging Mode erfolgreich bekommen. Bedeutet, wenn ich jetzt gleich da durch die Tür gehe, dann geht es ab. Dann haben wir nämlich die perfekte Voraussetzung, um komplett zu eskalieren. Ich nehme, glaube ich, noch einen Rainbow mit, weil einfach die Chance, dass wir den auf 2 kriegen, lasse ich mir, glaube ich, nicht entgehen. Wenn wir den noch auf 2 bekommen, boah, das wäre auch nochmal richtig fett. Dann schießt er, glaube ich, noch mehr Projektile. Irgendwas wird auf jeden Fall besser. Wir holen uns auch ein bisschen Mana Regen. Und ich muss jedes Mal die blöden Schwerter hier rausnehmen. Es sieht so gut aus, wenn das explodiert einfach. Und dann gehen wir sofort natürlich ohne Umwege in die Forge und gucken, was wir hier anstellen können. Wir können auf jeden Fall schon mal viel zusammenwerfen. Die Rainbows, dann fehlen uns nur noch 2 normale Rainbows. Dann können wir die Charging Mode zusammenwerfen und uns einen Charging Mode 2 machen. Der schießt aber auch nur 24 Mal. Oh, ich dachte, der wäre bei 36 tatsächlich. Ich dachte, der wäre ein Upgrade sogar noch von der Menge. Dann würden wir damit natürlich Platz sparen, aber so rein von der Menge her würden wir genauso viel laden können wie vorher. Aber ich denke, fürs Platz sparen lohnt sich das schon.
Dann natürlich auf jeden Fall jetzt die Multishots. Und das wird halt auch für unseren Damage ein gigantischer Power Spike sein. Ja. Ja, das wird für unseren Damage einfach komplett krank sein. Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Nein, es passieren noch Dinge. Es passieren noch... Oh mein Gott. Es sind Dinge passiert. Wir werden jetzt, denke ich, gucken, was wir noch zusammenwerfen können. Und dann werden wir sofort die Magic Bullet drehen. Die ist zwar ganz nice, aber wenn wir da Rainbow oder so kriegen, wäre das krass. Crit 2. Crit 2 ist auch ziemlich gut aktuell. Pack mal kurz alles rein, damit ich sehe... Ja, wir brauchen jetzt Volley. Wir brauchen Schwerter und Volley. Schwerter und Volley ist jetzt meine oberste Priorität. Das heißt, wir drehen den hier. Ah, das könnte man mitnehmen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir haben so viel gefunden schon an Drills. Nochmal ein Charging Mode. Moment, nochmal ein Charging Mode. Dann könnte ich jetzt auf 36 chargen. Den hebe ich sogar auf. Ich kriege aber blöderweise kein Volley. Split aufwerten ist auch nicht verkehrt, aber ist jetzt auch nichts, was ich brauche unbedingt aktuell. Das würde eher dazu führen, dass wir wirklich das Spiel zum Abstürzen bringen. Komm schon, ein Volley. Wie schwer kann es sein, ein einziges Volley zu bekommen? Muss doch drin sein. Komm schon. Ich glaube nicht, dass ich kriege einfach kein Volley mehr. Ich könnte noch all meine Sachen im Rucksack einmal drehen, wahrscheinlich. Warum nicht? Was habe ich denn da alles? Ja, sind jetzt nicht so viele Sachen, aber das mache ich jetzt einfach, wer weiß. Obwohl wir hier auch nichts mehr damit anfangen können, deswegen ist es eigentlich egal. Obwohl, wenn ich Volley kriege, ich riskiere es, komm. Split, glaube ich, können wir in dieser Kombo nicht verwenden. Ich werde es mal... Ah, nee, das wird so nach hinten losgehen. Das wird halt einfach... Da wird das Spiel einfach komplett sterben. Kriegen wir bitte Volley? Nein, wir kriegen aber noch einen Rainbow. Das heißt, wir brauchen nur noch einen einzigen Rainbow und hätten einen Rainbow 2. Ansonsten leider nur Dreck bekommen, der mir überhaupt nichts bringt. Ja, obwohl... Warte mal, was passiert, wenn ich so mache? Das müsste doch eigentlich auch fetzen. Das will ich mal testen, dass wir praktisch Volley... Quatsch, dass wir Duett into Duett machen. Und dann knallt es hoffentlich richtig. Oh shit. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist es gewesen. Nee, Moment, es tun sich doch Dinge. Es passiert noch was, aber das Spiel ist, glaube ich, jetzt erstmal komplett am Ende. Also Volley into Volley ist es vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Und wir haben auch nur 6 und wir haben noch nur 24 Mal aufgeladen. Also wir haben nicht mal die maximale Menge an Aufladungen rausgehauen. Ey, ich glaube das nicht. Wie viel Schaden macht das bitte? Hallo? Ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Ich glaube, das war's mit meinem Game. So, da bin ich wieder. Ich musste leider einmal ganz kurz mein Spiel neu starten, weil da ging gar nichts mehr. Also ich würde sagen... Duett into Duett klingt in der Theorie ziemlich lustig, aber ich glaube, wir machen unsere Kombi. Wir lassen unsere Kombo, glaube ich, so, denn sonst habe ich das Gefühl, wird das Spiel einfach. Es wird einfach nicht überleben. Und das wäre natürlich ein bisschen schade. Ich würde schon gerne die Trollface-Bosse versuchen, damit zu schlagen. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir wirklich die Kombo bis zum Äußersten übertreiben, dann werde ich gleich einfach voll aufladen, einmal zünden und dann ist das Spiel tot. Und ich werde halt die Trophäe-Bosse eh nicht schaffen können, weil ich einfach die nicht erledigen kann. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Mal sehen, wir kriegen auf jeden Fall einen Geheimraum mit Kisten. Okay, was für Kisten? Ein Fluch, der sich verwandelt. Enemy HP ist okay. Oh mein Gott, okay, damit haben wir Rainbow 2. Was natürlich auch nochmal krass ist. Enemy Movement Speed wird erhöht. Ich habe eine Tier of the Goddess fällt mir ein. Oh, Moment, habe ich komplett vergessen. Relikt-Option minus 1 ist jetzt an dem Punkt auch nicht mehr so unglaublich krass, muss ich sagen. Ja, ich hätte die schlechteren Flüche mitnehmen sollen. Wir könnten das eigentlich noch einstecken, aber komm, da kommt gefühlt eh nicht so was Krasses noch raus, was uns jetzt irgendwie weiterhilft. Aber wir haben Rainbow 2.
Und ich weiß gar nicht, wie schnell dieser krasse Zauberstab auflädt. Wir werden auf jeden Fall, ich hoffe hundertprozentig, dass ich den Zauberstab kriege, der 200% Schaden macht. Aber ich finde die Combo schon ziemlich geil. Also ich finde Rainbow plus Spells, die einfach sehr, sehr viele Projektile spawnen, das geht einfach immer komplett steil. Was richtig gut wäre, wäre noch die Babyglatze oder so. Komm schon, Babyglatze. Ja, Reaper Mask ist auch, aber schon ein bisschen spät natürlich im Run. Okay, nochmal ein bisschen Crit, nehme ich mit. Wie viel Crit haben wir jetzt schon? 135%, 95%. Oh, what? Wir haben 100% Crit einfach auf all unseren Spells schon. Kann man auf jeden Fall auch mal machen. Wir haben jetzt leider nicht mehr so viele Räume, fürchte ich. Also, ob ich noch eine Forge kriege, ist, steht in den Sternen. Wäre natürlich richtig geil, aber ich glaube, die Chancen stehen sehr gering. Leider. Precise Shot können wir mitnehmen, Dazzling Fireworks. Oh, wir kriegen noch eine Forge. Da werden wir natürlich sofort reinstiefeln. Das ist für uns ein Jackpot. Wir haben gerade im Lotto gewonnen einfach. Also, wir können jetzt hier die Rainbows zu Rainbow 2 machen. Ich weiß gar nicht, ob das mehr Projektile gibt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Upgrade. Ich glaube, es gibt nicht mehr Projektile. Nee, es gibt nicht mehr Projektile, aber es verdoppelt den Grundschaden, was natürlich auch ziemlich geil ist. Und jetzt haben wir ein paar Ziele, die wir erreichen müssen. Wir müssen Volley 2 kriegen. Das wäre richtig fett. Wir müssen Schwerter kriegen. Oh mein Gott, ich habe hier Schwerter. Ach nee, das sind die Schwerter. Oh mein Gott, das sind die Schwerter von mir, die ich da reingeworfen habe. Ich dachte gerade, ich hätte 3 Schwerter plus. Hat keiner gesehen. Ich habe mich gerade richtig gefreut. Ja, nochmal ein Charging Mode ist ein bisschen zu viel des Guten auch. Ja, ich probiere jetzt Schwerter zu kriegen. Aber sieht schlecht aus. Sind die falschen Schwerter? Es sieht. Oh, okay. Da sind nochmal Schwerter. Komm, bitte Schwerter. Multishot ist ganz nett, aber ist jetzt auch nicht mehr so relevant. Bitte Schwerter, komm schon. Komm schon. Oh mein Gott, let's go. Damit haben wir Schwerter 2 und das bedeutet, wir gehen von 2 Projektile auf 4 Projektile. Auch natürlich richtig sexy. Und damit haben wir jetzt, würde ich sagen, die Exodia-Kombo voll. Wir werden gleich den Endboss one-shotten und dann mal gucken, ob wir vielleicht noch was kriegen. Warte mal. Moment, ich habe, wie viel Crit hast du? 95%, warte mal, das will ich einmal testen. Das kostet übel viel Mana natürlich, aber dafür haben wir den Energize Globe. Das muss ich einmal probieren. Es ist Damage im Haus damit auf jeden Fall, aber wir bleiben jetzt beim Rainbow, darauf habe ich mich jetzt schon festgelegt. Ja, noch ein Volley vielleicht? Komm. Volley? Schade, kein Volley. Das heißt, wir haben leider kein Glück mit Volley gehabt, aber wir hatten extremes Glück ansonsten so. Wir haben halt echt gute Sachen bekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, wenn wir hier volle Aufladung durchziehen, wird das gleich ein Verschwindibus-Zaubertrick. 36 Aufladung wahrscheinlich wird auch wieder mein Spiel verschwindibussen, aber egal, ich leg's drauf an. Okay, komm. Wir gehen in die Ecke. Und dann, ah ne, wir müssen ja eh ein bisschen ran. 3, 2, 1, Zündung. Oh, ich glaube, das war's wieder komplett. Sagen wir mal so, solange ich Sounds höre, ist alles gut. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Oh mein Gott, was? Einfach der ganze Bildschirm weiß. Einfach der ganze Bildschirm ist weiß. Ja, was können wir jetzt noch gebrauchen, ist die Frage. Natürlich den Gottzauberstab, bitte. Nein, wir kriegen nicht den Gottzauberstab. Aber wir kriegen einen anderen Zauberstab, der uns nochmal 20% mehr Final Damage gibt. Der ist auch besser als gar nichts. Wir kriegen nochmal einen Drill. Das heißt, ich habe schon wieder 3 Drills. Also die Drills im Moment, die gönnen richtig. Das Problem ist, warum habe ich den überhaupt mitgenommen? Der bringt mir gar nichts. Weil ich sowieso nichts mehr habe, was ich reintun kann. Ich meine, keine Ahnung, wir könnten. Das bringt halt alles nichts. Komm, 100% Crit auf unserem Rainbows, okay? Dann nehmen wir den hier mit. Auf jeden Fall. Der hat genauso viele Slots und gibt uns einfach nochmal ein bisschen mehr Schaden dazu. Was natürlich jetzt bei unserer Combo, jedes bisschen, ist jetzt schon eine Menge an Schaden. Dann haben wir
ordentlich Damage, denke ich, durch unsere Projektile. Wie schnell lädst du? Oh, der lädt auch viel, viel schneller auf. Was natürlich perfekt ist. Und dann drehen wir jetzt noch den Blutschlüssel weg, glaube ich, weil das ist, was wir am wenigsten brauchen. Und wir kriegen leider was, was wir überhaupt nicht mehr verwenden können. Außer wir kriegen jetzt noch einen Shop. Das Problem ist, wenn wir jetzt noch eine Forge oder einen Shop geben, können wir da eigentlich nichts mehr mit anfangen, weil wir komplett broke sind. Wir kriegen tatsächlich sogar noch eine Forge. Aber die kann ich eigentlich gar nicht mehr nutzen. Naja, ich könnte vielleicht das reinschmeißen, Wolle Plus reinschmeißen, weil wir sowieso kein Wolle 2 mehr kriegen werden. Obwohl, vielleicht schon noch. Ich schmeiß mal Müll rein, den wir eh nicht mehr brauchen. Und vielleicht kriegen wir ja noch Wolle 2, macht aber jetzt auch eigentlich keinen Unterschied mehr. Okay. Das ist eigentlich auch komplett egal. Ich versuche vielleicht noch Spell Damage zu kriegen. Ah, Split? Ja, Split ist halt so die Sache. Weiß ich nicht. Ja, das war's mit unserem Geld. Wir müssen jetzt auch nichts mehr einsammeln. Bringt uns eh nichts mehr. Ich bin gespannt, ob wir hier eine Chance haben gegen die. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Schaden. Also eine sehr große Menge Schaden. Wir haben nicht den besten Zauberstab bekommen. Ich lade schon mal auf, damit wir das schon mal fertig haben. Wir haben 36 Aufladungen. Ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert. So, jetzt haben wir alles aufgeladen. Dann lassen wir unser Mana erstmal wieder komplett aufladen. Oh nein, ich hätte noch Split reinpacken sollen. Nein, ich hätte noch Split reinpacken sollen und ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr das rüberziehen, weil wenn ich loslasse, dann explodiert hier alles. Okay, Zündung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die Ecke. Und dann 3, 2, 1, ich lasse los. Wahrscheinlich wird mein Spiel jetzt abstürzen. Let's go. Es passieren Dinge. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber es passieren Dinge. Also das ist schon wieder so ein Run, der ist halt komplett geil, aber man sieht halt gar nichts. Tja, und ich fürchte, wir haben hier auch wieder einen klassischen Fall von Goodbye Game. Ich bin froh, dass ich keinen Split reingemacht habe, denn mit Split hätten wir definitiv noch weniger Frames gehabt und wir haben jetzt schon negative Frames. Also was das angeht, naja, ja, ich würde sagen, ich warte hier mal und wir sehen uns dann gleich einfach wieder, wenn was passiert. Wenn zu lange nichts passiert, dann fürchte ich, können wir diesen Run wahrscheinlich so wie er ist leider nicht beenden, weil dann wird das jedes Mal abstürzen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn hier sich was tut. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt circa 5 Minuten gewartet, es hat sich nichts mehr getan. Das heißt, ich fürchte, wir können mit dieser Charge-Mode-Kombo hier nicht das Spiel abschließen, weil es wird jedes Mal drauf gehen, wahrscheinlich, wenn ich voll auflade. Und deswegen probieren wir jetzt einfach mal, ob wir das vielleicht ohne den Charge-Mode hinbekommen. Weil dann kann ich einfach so raus spammen und das sieht auch ziemlich nice aus eigentlich. Und vielleicht funktioniert das dann ja, aber das andere ist keine Chance, geht nicht. Dann würde ich jetzt auch sagen, switchen wir leider wieder um, weil der andere Zauberstab ist besser für diesen Spam-Build. Verlieren wir natürlich wieder ein bisschen Schaden, aber für den Spam-Build ist einfach der, der weniger Mana kostet, effizienter. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Schaden da. Einzige Problem ist tatsächlich, dass meine Projektile von den Gegnern wegfliegen, aber das kann ich jetzt nicht mehr ändern, außer ich mache Split raus vielleicht. Ja, obwohl das ist gar nicht so schlecht, weil gleich in dem Raum stehen die hier alle aufeinander. Gut, dann probieren wir es mal mit der Runde, ob das geht. Wir stellen uns hier hin. 3, 2, 1, Zündung. Oh, okay, sieht geil aus, aber ich fürchte, es ist leider auch wieder mana-technisch nicht zu bezahlen. Die andere Kombo wäre besser gewesen, aber da hätten wir es, wie gesagt, nicht mehr zu Ende spielen können. Ich habe jetzt wirklich lange gewartet. Schade, trotzdem ein geiler Run, geile Kombo. Hat mich wieder sehr gefreut. Für alle, die was mit Schwertern haben wollten, weil das haben sich jetzt auch einige gewünscht, dass ich mal wieder mit Schwertern was mache. Hat mir da auf jeden Fall einen ziemlich geilen Run. Hat mir gut gefallen, sah gut aus fürs Auge. Leider, was Frames anging, natürlich so eine Kombo in diesem Spiel immer etwas gefährlich.
Das war mir im Vornherein schon klar, aber was willst du machen? Probieren muss man es ja trotzdem. Ich hoffe natürlich, dass euch der Run gefallen hat. Falls der euch gefallen haben sollte, lasst es mich gerne mit einem Like wissen. Das habe ich zwar schon am Anfang gesagt, aber doppelt hält besser, I guess. Was ich eigentlich sagen wollte ist, lasst mir natürlich gerne ein Follow da, wenn ihr nochmal vorbeischauen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag. Bleibt gesund und vielleicht bis zur nächsten Magicraft-Eskalation. Ich wünsche euch das. Ciao, ciao, Leute.